Gülcan, komm! Puste! Ich bin jetzt am Start! Los, bitte! Okay, ich mach's jetzt. Okay. Ja, jetzt, aber schnell. Ich bin warm. Geht nicht mehr. Das kann geht. Klaas, hat er meine Ohren zu? Das ist doch, ja. Ich kann ja nicht, guck mal, wie ich hier stehe. Ich kann ja nicht die Ohren zu halten. Wie groß wird denn dein Ding? Caro, jetzt streng dich mal ein bisschen an, du hast es gerade schon geschafft. Oh Mann! Ich will nicht mehr. Meine Güte. Okay, so. Ich verkaufe diese blöden Schnitzel. So, jetzt. Nein, los. Aber du machst nochmal weiter. Wir sagen den noch und dann würde ich sagen, Gülcan ist einfach mal wegen Feigheit disqualifiziert. Ich bin nicht feig, ich hab doch schon ein bisschen. Ja, ist nicht das ganz, gut, dann hau einfach drauf. Hau einfach drauf, Caro. Setz dich drauf. So, alles klar, wir haben jetzt, Gülcan hat jetzt, hast Herzinfarkt, ne? Nein, aber das ist voll so ein... Hier. Ach. Kannst du ein bisschen üben. So, du hast gewonnen, das ist für dich, du brauchst nicht das... Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, Karin. Ich hab da geschlagen. Ja, ich bin ein feiges Hühnchen. Du musst morgen schön. Ja, ich weiß. Schnippotag, sag ich mal. Ne? Also, weil Lust hat, in die Kantine zu kommen. Schnippo-Schranke. Schnitzel-Pommes-Schranke. Bei mir gibt's auch ein bisschen mehr Pommes oben drauf. Weißt du, ich geh da schon ungern essen, aber arbeiten, ne? Na gut, mal okay. Mal gucken, was ich mir da hole. So, jetzt nehmen wir erstmal Max Mutzke. Das heißt Schwarz eine auf Weiß. Nee, in deinem Fall heißt es Rot und Weiß, meine Damen und Herren. Max.